Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es war ein sehr forderndes, teilweise anstrengendes Jahr. Zum Jahreswechsel 21/22 hatte uns Corona noch fest im Griff. Ende Februar hat der Überfall Russlands auf die Ukraine große Betroffenheit und Fassungslosigkeit ausgelöst. Krieg in Europa, in unmittelbarer Nähe, nicht irgendwo auf der Welt. Die Inflation und die steigenden Energiepreise prägen genauso das Jahr und stellen die Menschen auch weiterhin vor große Herausforderungen. Es ergeben sich immer wieder neue globale und regionale Herausforderungen, die uns mit Sicherheit auch in Zukunft auf die Probe stellen. Gerade im Alltag neigen wir alle dazu, vieles zu beklagen, beruflich, gesellschaftlich, politisch oder privat. Ich prangere das nicht an, man ertappt sich ja selber regelmäßig dabei. Es ist vielleicht auch menschlich. Gerade herausfordernde Zeiten benötigen aber Zusammenhalt sowie das Bewusstsein, dass nichts selbstverständlich ist. Man darf die Augen nicht verschließen. Auch in unserer Region gibt es Menschen, die Existenzängste haben und die gesellschaftliche und staatliche Hilfe benötigen. Dem Großteil der Bevölkerung geht es aber objektiv betrachtet gut. Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus können wir dankbar sein, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen. Dieses Jahr gab es einen sehr besonderen Grund zur Freude, denn vor genau 50 Jahren, im Jahre 1972, wurde aus den ehemals selbstständigen und selbstbewussten Landkreisen Grafenau und Holstein der heutige Landkreis Freyung-Grafenau. Das Jubiläumsjahr haben wir zum Anlass genommen, stolz zu sein, dankbar zurück, sowie mutig und selbstbewusst nach vorne zu blicken. Wir sind eine besondere Region, in der außergewöhnliche Menschen leben. Bodenständig, engagiert, heimatverbunden, innovativ und weltoffen. Wir können uns glücklich schätzen, im Landkreis Freyung-Grafenau leben zu dürfen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, im Namen des Landkreises Freyung-Grafenau, aber auch persönlich, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest mit Momenten voller Besinnlichkeit, Freude, Herzlichkeit und Ruhe. Für 2023 wünsche ich Ihnen in erster Linie Gesundheit, genauso aber Glück, Lebensfreude, Erfolg, Humor, Durchhaltevermögen, Zuversicht und Gottes reichen Segen. Unzählige Menschen unseres Landkreises haben sich mit viel Engagement dafür eingesetzt, dass wir frohen Mutes in das Jahr 2023 gehen können. Für diesen außergewöhnlichen Zusammenhalt bedanke ich mich herzlich und aufrichtig bei Ihnen allen. Wir brauchen Sie und Ihren Einsatz für die Region auch weiterhin. Lassen Sie uns füreinander da sein, damit 2023 ein Jahr mit besonders vielen schönen Momenten wird. Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. Ihr Sebastian Gruber.